Hallöchen und willkommen zurück bei Outward. Es geht weiter und ja, ich bin heute Morgen aufgewacht und plötzlich lag irgendwie noch so ein Typ da im Nachbarbett. Ich, keine Ahnung, woher der kommt. Hallo. Hallo. Bin ich jetzt im Fernsehen? Bin im Fernsehen. Hallo. Ich habe mir gedacht, wenn er dann da schon im Nachbarbett in meinem heimlichen Leuchtturm schnarcht, ja, dann muss er jetzt auch ein bisschen was tun, der gute Chris. Ja, was? Und mich fortan hier auf meinen Wegen begleiten und meine Fails ausbaden. Was? 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 Du hast gesagt, hier kannst du schlafen, komm doch in mein Häuschen, da gibt's Süßigkeiten. Ja, das Kleingedruckte. Ne? Ich sag's immer wieder. Lest das Kleingedruckte. Meine Mama hat immer gesagt, liest das Kleingedruckte unter den Süßigkeiten, aber. Ja, genau. Warum hast du eigentlich. Das sieht scheiße aus mit der Laterne, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ja, ist okay. Ist irre praktisch. Es ist irre praktisch. Das ist, sie hat sowas von dem Esel, der vorne die Karotte hat, weißt du? Ja, ich hab schon gesagt, stell dir mal vor, du kämpfst damit irgendwie und die wackelt die ganze Zeit so oben rechts im Augenwinkel diese Laterne rum und du hast immer das Gefühl, die kommt dir gleich, stößt dir gleich gegen die Stirn. Oder einer haut mit dem Schwert rein und du hast das brennende Feuer, also das brennende Öl im Gesicht. Genau. Ne? Das ist auch gut. Andererseits warum hast du eigentlich kein volles Leben, fällt mir gerade auf, bei mir zumindest. Hast du so einen Lebensbalken über dem Schädel und der ist so ein Sechstel leer? Ja, bei mir übrigens dasselbe bei dir. Also, ah, schön. Ja. Ja, aber mein Leben ist voll. Das ist gut. Es ist gleichzeitig leer und voll. Ja. Wir ich hab, im Vorfeld haben wir jetzt so ein bisschen mich wieder ausgerüstet und gedingsbumst und alles wieder aufgebaut und mich ausgestattet, aber wir sind noch zu keinem Ergebnis gekommen, wo wir jetzt wirklich hingehen wollen. Das ist jetzt die Frage. Wollen wir jetzt zum Wald latschen mal zusammen und uns Berg angucken und da dann eventuell ein paar Skills lernen, was vielleicht nicht ganz dumm wäre, ne? Also ich habe mir sagen lassen und das auch so aus der eigenen Erfahrung heraus ist, dass das Spiel sehr skilllastig ist. Also weniger mit einfach nur immer mit den normalen Angriffen zuhauen, sondern sehr auf Skills basiert. Und in Berg gibt es halt einen Jägerlehrer. Also einen Lehrer, der halt viel beibringt, was Bogenmanagement angeht und so. Und ich... Wenn es dann da auch noch irgendwo einen Bogen gibt, dann bin ich glücklich. Ja. Weil den leichten Kompositbogen findest du da auf jeden Fall. Das ist gut. Der nächstbeste und bessere und... Und beim Zugucken dachte ich so, ein Jäger würde zum Koja passen, so mit seinen 30.000 Pfeilen, die er immer stellt. Ja, ich brauche überhaupt keine Pfeile, eigentlich. Nee, du wirfst mit Pfeilen. Ich werf mit Pfeilen. Mit Katzen und mit Pfeilen. So, ja, nach Osten müssen wir dann wohl, wa? Genau, eigentlich... genau, eigentlich zu diesem... Ist das denn nördlich oder der südliche? Bloß nicht in die Sümpfe. Der südliche, nicht in die Sümpfe. Nicht mehr Sümpfe, sag nicht wieder das Wort Sümpfe. Du hast Sümpfe gesagt, du hast bestimmt gerade Sümpfe gesagt. Oh Gott, ich will auch nicht in die Sümpfe. Wenn es sich vermeiden lässt, dann gehe ich gerne auch an den Sumpf weit vorbei, weiträumig umkreisen. Keiner mag Sümpfe. Nee. Niemand. Nee, wir müssen da zu diesem, du warst auch in diesem Banditenlager, dieses kleine. Das ist dieser Turm, ne? Genau, und du läufst dann quasi südlich von dem Wachturm laufen wir dann. Ach, bei dem Wachturm? War ich da überhaupt schon mal oben? Nee, ich glaube gar nicht, oder? Weiß ich gar nicht. Müssen wir mal gucken. Können wir auch nochmal hingucken. Ja, auf jeden Fall. Dann laufen wir jetzt mal nach Bersch. Mhm. Ja, das ist die Stadt im Wald. Mhm. Lassen uns da vermöbeln von irgendwelchen Waldtieren, die ich noch nicht kenne. Und dann werde ich frustriert hierher zurückkehren und ein kleines Einsiedlerleben im Leuchtturm führen. Ja. Cool, bevor du frustriert wieder hierher zurückkehrst, würde ich vorschlagen, wir gehen frustriert erstmal in die richtige Richtung. Ist das nicht die richtige Im Richtung? Im Prinzip ja, aber ich weiß am nicht. Am Berg vorbei? Ja, kommen wir da durch rechts? Ja, ach so, ja, oder? Ich gehe mal hier links die Rampe hoch, aber ich bin mir auch nicht sicher. Ja, stimmt, du könntest recht haben. Ich bin da letztes Mal langgelaufen, dann durfte ich wieder umdrehen. Das kann gut hier sein. Hier ist, glaube ich, Hyänenhausen. Ja, genau, da ist Hyänenhausen. Da ist nämlich diese Hyänenhöhle, die völlig unspektakulär ist. Die ist nur dann spektakulär, wenn du darin aufwachst, weil du von Hyänen hier verschleppt wurdest. Ah ja, sehr schön. Ja. Sowas würde dir nie passieren. Nein, ich habe davon gehört. Ich kenne jemanden, der von jemandem gelesen hat, der davon gehört hat. Das ist und so der wie, da einen kennt. Wie ich von jemandem gehört habe, der aus Versehen seine gute Laterne beim Wiederauffüllen mit Öl verschrottet hat. Nein, so jemanden gibt es? Ja, also es gibt so ein paar Volltrottel, weißt du, die das Spiel einfach nicht können. Das ist nee, wirklich, also solche Leute sollten dann auch einfach das Spiel nicht weiterspielen. Ja, ja, eigentlich. Oder sich Hilfe holen. Professionelle. Ich weiß schon, wen mein erster Pfeil gilt.
Gibt's eigentlich Friendly Fire? Nee, ne? Gibt's gar nicht. Nein. Ich glaube, das wäre noch, also das wäre ja... Nicht. Dann würdest du nicht mit mir spielen. Ja, oder sehr häufig sterben. Ja, ja, ja. Ich weiß gar nicht, ob ich dich zum Taumeln bringen kann, wenn ich dich treffe, aber ich glaube, ich hau einfach durch dich durch. Ich hoffe es. Also das Spiel ist ja so schon hart genug. Wenn man dann jetzt auch noch Friendly Fire hätte, ich wäre da schwer dagegen. Muss nicht sein, ne. Wenn wir jetzt irgendwann links abbiegen können, oder? Dann, oder? Wie ist das? Rechts, warte mal. Rechts lang müssen wir. Ja, also wir können links und rechts lang, weil wir auf die andere Seite des Bergs müssen. Ja, rechts lang wäre jetzt doof. Dann geht es nämlich ganz am Süden vorbei. Wir müssen ja... Lauf über Norden. Lauf mal über Norden, ne? Lauf mal über Norden. Ja, links lang. Oh, hier geht's ja. Ja. Ne? Sehr doof. Spring nicht, Koja, das ist es noch nicht wert. Ach, mal gucken. Das tut doch bestimmt nicht weh. Nein. Das tut nicht weh hier. Wo wir gerade darüber geredet haben, wie hart dieses Spiel ist. Naja, das ist nicht. Nee, das tut nicht weh hier. Guck, man kommt da ganz einfach runter. Siehst du? Sogar genauso schnell wie du außenrum. Ja. Ich bin froh, dass wir darüber geredet haben. Und jetzt bitte nie wieder. Ich weiß gar nicht, was du hast. Nö. Ich konzentriere mich auch nur auf die Laterne vor mir. Ich versuche mal, die Laterne einzufangen. Aber es funktioniert nicht. Irgendjemand hat mal zu dir gesagt, gehe ins Licht. Und seitdem... seitdem laufe ich der Laterne hinterher, ja. Nee, das ist der Prospektor-Rucksack. Der ist wohl eher ein Rucksack für Forscher. Aber er hatte mehr Gewicht als meiner, deswegen habe ich ihn gekauft. Bringt? Wie viel? 75, glaube ich. Ich will kurz gucken. Pah, Low Bob. Ja, hey, jeder. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich in den Tag komme. Drücke I. Oh Gott, es wird eine erfolgreiche Tour. Warte. Wie komme ich in meinen Inventar? Warte, ich spiele mit dem Controller, das ist das Problem. Ja. Welchen Knopf habe ich denn noch? Niemand mag Controller. Ah, Select. Niemand mag Controller. 75 hat er. Ja. Ich kann das. Ich schwör's. Ich kann das. Ja, jetzt. Ich halte ein bisschen Abstand, einfach nur sicherheitshalber. Alles gut. Ich steck die Waffe weg und hör auf, das Licht an- und auszumachen. Oh Mann. Ja, auch ich habe eine längere Pause gemacht. Das ist doch nicht verboten, oder? Übrigens, um Geld ein bisschen zu bekommen, hier gibt es ja diese Mana-Kristalle rund um diesen Berg herum. Ach so. Und das sind so lila leuchtende Kristalle. Ups, da vorne sind Onkels. Düsen-Onkels. Oder? Ja, genau. Diesmal. Ja. Kurz vergessen, wie man ausweicht. Ja, läuft doch. Ich habe keinen Schaden gekriegt. Da ich. Das ist, du auch nicht, ne? Geringfügig. Nein, überhaupt nicht. Oh, ich will immer mit. Zu spät, Koja, zu spät. Also, zu spät? Ja, stimmt. Ich hätte den nochmal einsetzen können, den Skill, ne? Egal. Ja, nee, ich drücke immer statt öffnen, also zum Öffnen drücke ich immer E statt F. Ich brülle jetzt hier keine Kisten an, sondern ich stürme sie an. Ja, nicht wie in Heat. Was mache ich denn hier mit der... Ich habe nur 16 Schaden. Oh Gott, egal. Ich nehme es erstmal mit. Kann man ja verkaufen. Ja, oder zerlegen. Und kriegst du ja Metallschrott und daraus kannst du wiederum Nägel machen. Das ist eine hervorragende Idee. Ich glaube, da vorne ist eine Kiste, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Ja. Genau, was ich erzählen wollte, hier diese Mana-Kristalle, da kriegst du eben nicht nur die Mana-Kristalle raus, die man sehr gut verkaufen kann, sondern was man viel besser verkaufen kann. Hackmanit. Das ist ein Erz oder sowas in die Richtung, ein Edelstein oder so, den man für 50 pro Stück verkaufen kann. Und wenn man hier einmal rumläuft, dann passiert das schon mal schnell, dass man 4, 5 dabei in der Tasche hat. Und den kann man ausgeben, um sich so eine Art Rüstung schmieden zu lassen, die aber eher was für Magier ist. Und soll wohl angeblich auch nicht so mega krass sein. Und das Hackmanit kann man eben auf jeden Fall sehr gut verkaufen. Sie, Vogel. Ja, der olle Stalker-Vogel. Kann ich sie jetzt? Du haust den armen Vogel! Ja. Also wirklich. Er hat nämlich Fleisch und Federn. Und Eier. Und Eier. Ich nehme das erstmal alles, wir tauschen dann eh aus und nutzen es gemeinsam, aber ich kann ja ein bisschen mehr tragen. Genau.
So. Nur deshalb nimmst du das mit, ne? Natürlich nur deshalb. Ich bin überhaupt nicht Lootgeil oder so. Der Verantwortung und so. Ja, 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 ganz klar. Verstehe ich schon, ja. Oh, hier ist der Händler. Nee, das ist der. Das ist hier zum Plündern. Das ist. Ah, nee, das ist der Tote. Der Leichnam da, genau. Ja, ich erinnere mich. Der Leichnam, der regelmäßig neue. Boah, Gott. Sehr sinnvolles Zeug hat er so. Gut, gehen wir weiter Richtung Türmchen. Ach, hier unten war irgendwo so ein Krabby-Krabman. Ja, die laufen ja auch so ein bisschen durch die Welt. Meine ist ja da mal nicht. Ah, da vorne läuft er. Mit denen nicht. Die sind wirklich meine Nemesis, ey. Boah. Läuft ja, ich habe mich mit denen ehrlich gesagt noch nie richtig angelegt. Ich bin denen auch immer von vornherein gleich aus dem Weg gegangen. Mit diesem Rumpritzen, das brauche ich nicht. Genau, ich musste leider gegen einen kämpfen am Anfang, als man diesen Typen da am Strand gerettet hat. Da laufen ja auch diese Krabben rum und leider Ach, war da einer sehr in der Nähe. Ich habe keine Harpune dabei, schade. Ich auch nicht. Die sind doch so schwer. Generell, so eine olle Harpune, die kann doch nicht 6 Kilo wiegen. Naja. Wirklich. Sollen sie nicht so haben. Würd ja gerne mal so einen umhauen, muss ich zugeben. Wir können es versuchen. Nee, dann sind wir wieder verwundet, dann müssen wir wieder übernachten, dann dauert das wieder alles ewig und... Oh, dann wird wieder geschrien und geweint. Ja, dann ist wieder Mimimi, ich will jetzt auch nicht, dass du hier gleich, weißt du... Ja, nee, ist schon nett von dir, dass du auch so Rücksicht auf mich nimmst. Ja, total, ja, total, ja. Ich habe ja jetzt viele Erfahrungen sammeln dürfen und... Im Sumpf. Das teile ich dann gerne mit dir. Ja, das ist schön. Ich verstecke mich hier im Busch. Geh du schon mal vor, Kuya. Keine Angst, ich bin weit hinter dir. Möchtest du jetzt bei dem Turm da mal reinschauen oder möchtest du gleich weiter zur Richtung Wald? Ich weiß nicht, ob der Turm irgendwas... Also ich war da noch nie. Ich bin neugierig von Natur aus, ne? Neugier war der Katze tot, ne? Oh ja, nur. Nö. Wir können ja mal schauen gehen. Aber vorsichtig, bitte. Bestimmt noch ein paar Banditen, die wir wieder plündern können. Ja, die du hier auch so glorreich umgehauen hast. Kannst du dich noch erinnern? Von da oben und dann da unten? Und dann ach, das war hier, ja. Ja, 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 ja. Mhm. Ja. Du wolltest da durch diesen Zaun kriechen, das ging ja leider nicht. Ja, das war drüben mit dem Zaun. Hier... Ja, war das nicht hier links? Das war hier links? Ja. Weiß es... Gerade unschlüssig. Aber wir werden ja gleich dieses besagte Loch dann sehen, wenn es da ist. Nee, da vorne ist es. Und hier ist Tatsache. Der Händler. Hallo Händler. Hallo Händler, jetzt habe ich. Ich habe mein Silber in Gold umgemünzt, so. Ah, da ist auch eine Truhe, ja. So wie das ja in den Kommentaren geschrieben wurde. Verlangt wurde. Was kann ich für dich tun? Und insofern könnte ich jetzt theoretisch hier beim Händler einen Meisterhändlerhut kaufen. Das ist ja famos. Was haben wir denn hier noch? Meisterhändlerstiefel. Ausdauerkosten minus 5, Geschwindigkeit plus 15. Oh ja, das sind interessante Sachen, die er da so hat. Ausdauerkosten und Geschwindigkeit plus 5 beim Hut. Das ist ein windschnittiger Hut. Hat Widerstände 9, Schlagfestigkeit 5. Es fehlt so ein bisschen das, was man, das man mal vergleichen kann, ne? Widerstand 6 habe ich und Schlagfestigkeit 5. Was kann ich für dich tun? Achso, jetzt redest du mit ihm. Bricht er das ab von dir? Sieht so aus. Nee, ich war ja ohnehin rausgegangen. Ach so, Was kann ich für dich tun? Ist ja auch schade, dass wir nicht zusammen mit dem blubbern können. Das ist ein bisschen meh. Können wir ihn die ganze Zeit zublubbern, dass er dann gar nicht mehr weiß, wer überhaupt mit wem redet. Was kann ich für dich tun? Ja, kleiner Saphir, Gedöns, Korallenhorngeweih. Okay, das, um starke Bögen herzustellen. Sollte ich mir das gerade mitnehmen? Ich weiß nicht, wie man daraus was macht. Ich weiß, dass man einen Kompositbogen in Berg bekommt. Also den nächst besseren Bogen. Aber das sieht ja nochmal nach einem noch stärkeren Bogen aus. Genau, ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht, dass man daraus so eine Art, also wie aus normalen Angriffswaffen, Nahkampfwaffen, diese Fangwaffen. Diese Fangwaffen, dass da sowas gibt, ne? Dass es da so ein Äquivalent ist, das bin mir nicht so sicher, aber. Soll ich da mal 60 für ausgeben oder nicht? Das ist jetzt die Frage. Wie viel Geld hast du denn? Fangen wir mal so. 420. Und inklusive das Gold, das du jetzt schon... Das ist 400... Hätte, ne? Ja, ach so, genau. Dann würde ich es nicht machen. Dann würde ich so viel verkaufen, wie geht, weil so ein Durchbruchpunkt, um den zu kaufen für die Skills, kostet 500. Ja, das stimmt wohl, ja.
Ne? Dann würde ich es erstmal nicht ausgeben, erstmal gucken. Und wenn du es brauchst, dann gehen wir ein bisschen Hakonit sammeln. Für dich. Ja, schon. Was habe ich eigentlich vorhin gelootet bei denen? Nur Müll. Gar nichts, was ich großartig verkaufen kann. Ah, dann lassen wir das erstmal so. So. Mach mal die Musik ein bisschen leiser. Jetzt, was kann ich für dich tun? Außer sie eine Machete mitgenommen. Wer braucht denn sowas? Ja, Gott. Kleinvieh macht auch Mist. Ja, das stimmt. Na, dann schauen wir mal zum Turm. Oh, da wohnt jemand. Oh. Da wusste ja gar nicht, wie passiert gerade. So, Gerüchten zufolge kann man jetzt hier gerade noch was kaufen. Verkaufen, ne? Moment, wo ist seine Waffe? Hier, Machete. Ich habe hier eine teure Machete, die ist goldverziert und so. Die ist ganz viel wert. Die ist voll viel, die ist mega. Das sieht man ja schon. Die ist mindestens 100. Was kann ich für dich tun? Uralt ist sie. So viel Rost, wie die hat, muss die uralt sein. Ja, eben, da kann niemand widersprechen. Die Kiste hast du schon geplündert? Ja, da waren Stolperfallen drin, die kann ich dir gerne geben, wenn du möchtest. Oh Gott, nö, du kannst ja auch ein paar gebrauchen, ich habe 14. Also das reicht wieder für einen Gegner, weißt du? Sollte reichen, ja, für ein, zwei Gegner. Da oben sind sie. Ein, zwei Gegner. Die kriegen wir aber auch noch. Eigentlich ganz cool hier, aber ich weiß nicht, wie es hier tags. Ich war hier aus Versehen nachts. Ich bin hier so reingestolpert, weil es so dunkel war. Einer hat einen Bogen, glaube ich. Ja, links. Ey, lass das. Ey, der hat sich weggerollt. Ich finde das nicht gut. Einer ist weg. So. Ja, kann man ja verkaufen mit, ne? Ja, natürlich. Gehen wir gleich wieder verkaufen. Ah, hier liegt auch noch was. Ich habe leider einen Treffer eingesteckt. Total gemein. So. Er ist geplündert. Wunderbar. Da oben tanzt irgendwas ums. Oder was ist das denn? Ich bin mir noch nicht. Also, ich bin mir nicht sicher. Es sind so eine Konstrukte, nenne ich es mal. Das ist ja steampunkig und das ist eine Sache, die mich sehr überrascht hat. Oder davon sind es gleich drei. Ja, wollen wir nicht vielleicht Fallen? Ne? Fallen sind toll. Komm mal ein bisschen zurück hier. Komm mal ein bisschen weg. Ich finde Fallen ganz toll. Ja. Wie nah kommen die denn so? Haben die uns schon? Sind die schon Akku? Ich glaube, die haben uns schon gesehen. Ja, bau schnell Fallen, ich halte sie auf. Okay. Gar kein Problem. Ich bin da sehr geübt drin. Ich glaube, sie drehen schon wieder um. Ich baue nochmal schnell zwei Fallen, die drei Fallen. Ich habe ja gerade welche gefunden. Die können wir dann ja mal benutzen. Ja, das ist ja fantastisch. Wo habe ich die denn überhaupt? Auf der 5. So. Du kriegst, glaube ich, Besuch. Böse. Ah, easy. Weißt du, Fallen sind easy. Ich kann die irgendwie nicht aufbauen. Okay, jetzt will mich wenigstens einer. Okay, dann halt mal kurz hier. Ja, ich halte hier die Stellung. So, hier kannst du schon mal durchziehen. Bau weiter, ich halte die beiden auf hier erstmal. Weich einfach Denk auf. An deine Ausdauer. Hm, alles gut. Hier sind drei Fallen, du kannst du schon mal durchziehen. Ich meine, was an Schaden da ist, ist da, ne? Ja, ich tue es. Versuch es. So, die haben doch hier unten sind auch drei Fallen. Einfach mal durchziehen. Ja. Kommen Sie. Uff. Oh, damit hatte ich nicht gerechnet. Naja, komm. So. Schön. Das war doch easy. Easy, oder? Ich hab den voll gefressen. Ich hab nochmal eine kassiert. Oh, ich muss gerade mal den kleinen Verband anlegen. Ja. So. Oh, sieht der schön aus. Was haben die denn, ja? Eisenschrott. Gebe ich dir gleich den Eisenschrott, da kannst du ja gleich mal Nägel Oh, was ist das denn hier? Ein Feuerstein. Umgewandelter Mana-Stein unter Verwendung einer Alchemieausrüstung, um Stein mit Öl zu verschmelzen. Aha. Genau, du kannst. Oh, cool, ja. Also Feuerstein. Und einen Schlüssel zum Schutzturm habe ich. Oh, perfekt. Oh, da war. Oh. Oh, das ist da hinten, der Eingang.
Ja, Moment, ich nehme die Fallen eben mal wieder. Das sind meine Fallen, nehmen Sie gerne mit. Ich baue sie ja selten. Genau. Aber das ist eine gute Taktik. Der eine tankt so ein bisschen weg zur Not und andere kann so im Hintergrund ein paar Fallen aufbauen. Finde ich ganz gut. Brauchst du was zum Heilen oder geht's? Ich gucke gerade, ob ich mir mal eben ein paar Verbände machen kann. Ich habe ansonsten 15. Ich kann dir da gerne ein paar ablegen für. Ja, ich habe keinen Stofffetzen dabei. Aber ich habe Astwasserstiefel. Abwerfen heißt ja, dass sie dann da liegen, ne? Ja, ja. Okay. Ja, hast du mal eine Handvoll. Ach, danke schön. Was war das? Ich habe bloß noch mal was auf meine Waffe gezaubert hier. Also erstmal Schild hoch. Ja, man trainiert seine Reflexe. Wie bei den Schnecken, weißt du? Irgend so einen kleinen Anstupser und wups, sind sie im Häuschen. So ungefähr war das gerade. So ein Geräusch gehört. Warst du auch im Häuschen? So, fantastisch. Das Trinken muss ich kurz machen. Mir geht es gut. Also in den Toben geht es da hinten, in der Felswand quasi, oder in der Rückwand. Aber es geht hier noch da rechts hoch. Also da diese da kann man die Rampe hochlaufen. Das ist ja schön gemacht. Ja, okay. Sehr gut. Sehr interessant. Ich finde das total spannend, aber das hatte ich schon mal auch in der Folge gesagt. Ich finde das total spannend, weil hier liegen überall so Überbleibsel rum. Zum einen diese Viecher, die wir gerade getötet haben. Tatsächlich haben wir sie jetzt immer gesehen auch in Aktion. Mhm. Zum anderen aber auch diese... wie heißen sie? Diese... Das sind, ich will mal so Nightmare sagen. Ja, diese mutierten, also verseuchten, wie auch immer. Ja. Und dann gibt es auch noch riesige, größere, maschinenartige Dinger und dergleichen, aber man kriegt halt so nicht eine Geschichte irgendwie mal erzählt. Weißt du, wenn irgendwo mal so ein Buch rumliegen würde oder ein alter, weiser Mann im Turm sitzt und sagt, damals, als mein Bart noch braun war, damals... Die Gespräche sind sehr zweckmäßig hier, ne? Ja. Also es ist so, wenn man mal Gespräche findet, so, dann ist es erzählt nicht viel. Aber die Story wird ein bisschen erzählt. Also wenn man die Hauptstory weitermacht, ich habe die jetzt noch nicht weit gemacht, es gibt zwei weitere Quests jetzt. Da wird einem tatsächlich ein bisschen was auch über die Vergangenheit der Welt erzählt. Ah ja, da kriegt man dann so ein bisschen was raus, okay. Aber warum das jetzt hier alles so steampunkig ist, das weiß ich auch nicht. Das habe ich auch noch nicht rausgefunden. Hier oben scheinen keine weiteren Gegner, oder ist ja okay. Okay, hier hatte ich einen sehr krassen Kampf, aber gut. Okay. Ich höre auch irgendwas ganz krass bös stöhnen, aber... Ach, die musst du, glaube ich, auch machen. Schutzturm, ja. Das Tor. Ich habe nur gerade ein bisschen Panik, dass da oben ein großer Gegner wartet. Aber da ist eigentlich, da ist nur eine Kiste da oben, eine goldene. Ja. Da hinten ist auf jeden Fall noch dieser Eingang. Mal gucken, ob wir da mit dem Schlüssel auch reinkommen. Ja, das war jetzt nur Schutzturmschlüssel, hieß es. Und das hier ist der Schutzturm, also... Schauen wir mal. So. Ist die Tür auch bei dir auf? Ja. Gut. Ja. Eine Axt, ein Recurve-Bogen, ein großer Astraltrank, ein Tarntrank, ein Blitzlappen und ein Alchemie-Rezept Eisfirnis. Lehrt, wie man Alchemie-Ausrüstung einen Verbrauchsgegenstand herstellt, was auch immer Eisfirnis dann ist. Ja, war jetzt so eher unspektakulär. Die Eisenaxt kann ja jetzt auch nicht so viel. Ja, Recurve-Bogen müsste der nichts Besseres sein. Der Recurve-Bogen ist schon mal nice. Der hat 27 Schaden, 14 Wucht. Mit dem kann ich jetzt mal so ein bisschen experimentieren. Weil je höher der Wuchtwert ist, desto eher ziehst du ihm diesen weißen Balken ab. Kannst du mit einem Astraltrank und sowas anfangen? Nee, du hast auch hier nichts mit Mana am Hut, oder? Nee. Mit Mana hab ich nichts am Hut. Dieser Firnis ist... Nee, ich hab keinen Mana am Hut. Mit diesem Eisfirnis ist im Endeffekt wie diese Lappen, nur ein bisschen stärker. Also sowohl der Effekt ist stärker als auch die Dauer. Das ist im Endeffekt so eine Art Öl, das du dir auf die Waffe schmierst dann. Ah ja, das ist gut, weil ich finde diese Dauer auch immer total meh. Ja. Okay. Das hält dann, glaube ich, bin mir nicht sicher, 2,5 Minuten oder so. Also von dem, was ich vorgelesen habe, bist du nicht an irgendwas interessiert und sagst, hey, haben will. Hey? Nö. Oh gut. Nö. Wollte gerade kurz, habe ich darüber nachgedacht, sich so ein bisschen zu ärgern und die Tür runterzulassen. Bis mir da eingefallen ist, wie es das letzte Mal geendet hat. Ich wollte sagen, du. Mit Türen ist hier nicht zu spaßen. Nee, genau. Mit Türen macht man keine Witze. Nee, nicht in diesem Spiel. Wie ihr seht uns in der nächsten Folge wieder. Oh, da hinten ist eine Hyäne, wir werden sterben. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann werden wir hier versuchen, noch ein bisschen was zu erkunden. Ansonsten geht es nach Bersch in der Wald. Und dann schauen wir mal, was da drüben so ist. In den Osten gehen wir. Also, von daher,
schauen wir mal, was uns erwartet in den nächsten Folgen. Ich glaube, wenn ich das jetzt so gesehen habe, wie die Kämpfe gelaufen sind zu zweit, das ist schon mal so ein ganz anderes Kaliber. Da geht es schon echt lockerer durch. Auf jeden Fall. Fischen. Finde ich schon. Finde ich ja. Gut. Bin gespannt auf die Kommentare. Wenn es euch auch gefällt, dann lasst einen Kommentar da. Wenn es euch nicht gefällt, lasst auch einen Kommentar da, damit wir da Bescheid wissen. Und dann geht's mit Outward in der nächsten Folge weiter. Danke fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.